Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ja, Herr Rethge, 111 Jahre wird das Schulhaus am Wall alt und das soll gefeiert werden. Was ist denn da geplant? Also im Mittelpunkt steht sicherlich das große Absolvententreffen, was wir im Zusammenhang mit der Feier zum 111-jährigen Bestehen des Schulgebäudes am Wall geplant haben. Das heißt, wir laden alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler, Absolventen dieser Schule ein, mit uns an diesem Tag am 30.09. dann ein Absolvententreffen zu feiern, herzukommen. Zu uns sind sie eingeladen, dabei zu sein. Und wir werden an diesem Tag sicherlich die Schule zeigen, wir werden sie öffnen mit ihren Gebäuden, auch mit dem Haus 3 dazu. Das wird sicherlich auch viele interessieren, die das Schulgebäude, den Komplex kennen. Und wir haben also verschiedene Abschnitte an diesem Tag eingeplant. Da ist das Kaffee und Kuchen zum Beispiel für alle geplant, da ist ein Buffet geplant am Abend. Da sind Präsentationen der Schüler geplant. Da ist natürlich auch eine kleine Festveranstaltung geplant mit Reden, mit Musik. Da sind Domandachten geplant. Da sind Präsentationen in den Räumen, auf den Fluren geplant. Und natürlich auch ein Abschluss in der Turnhalle mit Musik. Warum denn gerade 111 Jahre? Ja, die 111 sieht da sehr symbolisch aus. Es hat einen sehr einfachen Grund. 110 Jahre wäre ja die runde Summe gewesen, aber da war ich gerade letztlich ja neu und da haben wir gesagt, wir möchten diesen Aufwand noch nicht betreiben. Man kann sich vorstellen, wie groß doch die Vorbereitung, der Vorbereitungsaufwand ist. Wir sind eben seit Beginn des Schuljahres, seit letztem Schuljahr eigentlich schon dabei, Vorbereitungen zu treffen und haben gesagt, die 111 ist eine gute Zahl zum Feiern, da kann man gut einladen und sie hat einen symbolischen Wert und das wollen wir nutzen. Und Sie haben ja sogar dafür extra eine Projektgruppe gebildet, die sich darum kümmert. Genau, das kann nur sein, wenn viele Kollegen dabei sind. Ich glaube, dass es vielen Kollegen auch ein Bedürfnis ist, das wieder zu tun, diesen Aufwand auch nebenbei zu betreiben, weil das natürlich alles dann auch ehrenamtlich gemacht wird. Es gibt eine Gruppe von Lehrern, alle Kollegen haben sich im Prinzip bereit erklärt mitzumachen und eine Gruppe von Lehrern ist jetzt in der konkreten Ausführungen drin und bereitet viel vor, was sowohl was inhaltlich das betrifft, als auch organisatorisch. Und Sie sind ja selbst hier zur Schule gegangen. Vielleicht können Sie jetzt auch eine Anekdote dazu beitragen, die Sie sammeln. Irgendwie so habe ich sowas Leuten hören. Das genau. Eine Idee ist zum Beispiel dann, Anekdoten über die Schule, zur Schule von Ehemaligen zu sammeln. Und da bietet sich natürlich die Zahl wieder an. Das ist so ein bisschen so eine Idee von uns gewesen, dass wir 111 Anekdoten zusammenbekommen wollen. Da sind wir im Moment fleißig dabei, ehemalige Schülerinnen und Schüler zu befragen, auch ältere Dokumente zu sichten, die mit einzubauen. Und vielleicht ist ja da auch eine Anekdote von mir darunter zu lesen. Okay, das wollen Sie natürlich jetzt noch nicht verraten, ist klar. Die ersten Anmeldungen sind schon gekommen und das Ganze kostet ja auch Geld. Kriegen Sie das alles unter die Füße oder brauchen Sie da vielleicht auch Unterstützung? Also die Anmeldung erfolgt ja über die Einzahlung auch, der 25 Euro. Das ist die Anmeldegebühr sozusagen, die wir für das Catering, für das Essen brauchen. Und natürlich gibt es viele Dinge, die noch im Zusammenhang mit dem Jubiläum auf die Beine gestellt werden müssen, die Geld kosten. Und wir bemühen uns natürlich auch jetzt in den nächsten Wochen darum, vielleicht noch den ein oder anderen ehemaligen Schüler vielleicht zu überzeugen, uns dabei zu unterstützen. Wir werden da sehr aktiv demnächst sein und werden auch in Güstrow unterwegs sein und den ein oder anderen zu bitten, uns vielleicht zu helfen. Es soll ja auch noch ein bisschen mehr getan werden in diesem Jahr. Wo sollten sich denn die Anmeldewilligen dann auch melden? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Im Internet auf der Homepage-Seite unserer Schule gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden, dort sich zu registrieren. Allerdings die endgültige Anmeldung, die feste Anmeldung läuft nur über die Einzahlung. Das wird nicht anders gehen. Also der Einzahlungsbeleg mit den entsprechenden Daten, die auch im Internet zu sehen sind, gilt dann als Anmeldung und die Listen werden gesammelt, die werden immer wieder abgeglichen und geguckt. Wir stellen das dann nach Jahrgängen zusammen, ein bisschen wird in der Schule sortiert und dann gibt es am Tag selbst über die Listen dann dort ein Eintrittssignum sozusagen und mit dem kann man sich dann hier frei bewegen. Und bis wann darf man sich anmelden?
Anmeldeschluss ist der 1.6., so haben wir es im Moment jetzt geplant und bis dahin werden wir dann sehen, wie die Zahlen aussehen und das soll dann sozusagen die Planungsgröße sein. Ich glaube, wir hatten auch noch gar nicht das Datum gesagt, ne? Wann das Altschülertreffen stattfindet. Ja, das ist der 30.09., der Samstag. Geplant von uns, weil danach auch ein bisschen verlängertes Wochenende ist. Der 3.10. ist dann frei und der Brückentag, sodass vielleicht doch einige, die von weiter her anreisen, die Möglichkeit haben zu bleiben. Ich weiß, dass auch noch Kunstnacht sein wird an dem Wochenende. Da hat die Stadt Güstrow schon gesagt, das passt eigentlich ganz gut, dass sich das schneidet. Und da ist sicherlich viel zu sehen und wir sind dann auch mittendrin in dem Gewühl. Ja, dann danke ich Ihnen für die Informationen und wünsche Ihnen natürlich für die Vorbereitung noch alles Gute. Danke. Vielen Dank. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.